Hallo, in diesem Erklärvideo erläutere ich dir, wie du eine Analyse und Interpretation von Satire schreibst. In diesem Erklärvideo erwarten dich: Wie wird eine Einleitung geschrieben? Wie sieht der Übergang zum Hauptteil aus? Dort sollte auch in der Regel eine Untersuchungshypothese aufgestellt werden. Das Schreiben des Hauptteils. Wie sieht der Schluss einer Analyseinterpretation von Satire aus? Und welche sprachlichen Besonderheiten muss ich beachten? Die Einleitung. Wie in jeder Analyse und Interpretation schreibst du einen Einleitungssatz. Der besteht aus Textsorte, Titel, Autor, Erscheinungsjahr und Thema. Ein Beispiel könnte sein: In dem satirischen Gedicht Winter von Max Mustermann aus dem Jahr 2021 geht es um. Dieses Gedicht Winter existiert nicht in der Realität, sondern ist jetzt einfach ein Beispiel, welches ich dort eingesetzt habe. Und im Anschluss an diesen Einleitungssatz schreibst du nach dem Absatz eine Inhaltsangabe. Die schreibst du wie immer im Präsens und wenn dort wörtliche Rede abgedruckt sein sollte, gibst du die wörtliche Rede in deiner Inhaltsangabe in indirekter Rede mit Hilfe des Konjunktiv 1 wieder. Beim Übergang zum Hauptteil solltest du einen Überleitungssatz verfassen. Dieser dient einfach dazu, dass dein Leser weiß, was ihn in deiner Analyse und Interpretation erwartet. Dieser ist natürlich immer darauf zurückzuführen, wie deine Aufgabenstellung ist, sodass dies jetzt auch nur ein Beispiel sein kann, wie das Ganze aussehen könnte. Im Folgenden werde ich das satirische Gedicht Winter mit Hilfe der sprachlichen Mittel auf die Darstellung des Winters untersuchen. Zunächst stelle ich eine Untersuchungshypothese auf. Wie kann eine solche Untersuchungshypothese aussehen? Sie orientiert sich eindeutig an der Aufgabenstellung. Du musst beachten, was du überhaupt untersuchen sollst, denn nur so kannst du eine sinnvolle Untersuchungshypothese aufstellen. Die Hypothese ist im Prinzip nichts anderes als eine Behauptung, die du aufstellst im Hinblick auf die Aufgabenstellung. Und diese kann sowohl richtig als auch falsch sein, denn das überprüfst du dann im Schlussteil nach deiner Analyse bzw. Interpretation, die du geschrieben hast. Wie du das überprüfst, das zeige ich dir im Schlussteil. Ein Beispiel für eine Untersuchungshypothese könnte sein: Der Winter wird in dem Gedicht als gemeiner Fiesling dargestellt, der die Menschen daran hindert, ihren Alltag in geplanter Art und Weise durchzuführen. Der Hauptteil kann auf verschiedene Arten geschrieben werden. Deswegen ist es wichtig, dass du die Aufgabenstellung beachtest. Wenn in der Aufgabenstellung steht, du sollst sprachliche Mittel mit einbauen, dann musst du diese natürlich auch mit einbauen. Steht es dort nicht, kannst du es mit einbauen, da es ja immer sinnvoll ist, die Wirkung auch mit Hilfe von sprachlichen Mitteln zu stützen. Ich erläutere dir jetzt, was im Hauptteil überhaupt untersucht werden kann und da suchst du entsprechend dir die Punkte heraus, die in der Aufgabenstellung gefordert sind. Was kann überhaupt im Hauptteil untersucht werden? Zuallererst ist es immer wichtig, dass du herausstellst, was kritisiert bzw. wer kritisiert wird. Wer ist also dieser Feind der Satire, der etwas falsch macht? Das können sowohl Personengruppen sein, das können auch Verhaltensweisen sein. Wenn du dort Näheres zu wissen willst, dann schau dir das erste Video an. Und du stellst natürlich im Hauptteil dann in der Regel auch heraus, was kritisiert wird. Und erläuterst dann in diesem Schritt auch, warum diese Verhaltensweise, diese Person als Feind angesehen wird. Denn es werden meistens nicht die Person an sich kritisiert, sondern einzelne Aspekte von ihr bzw. Eigenschaften. Zum Beispiel ihr unmoralisches Verhalten, Ungerechtigkeiten in der Gesellschaft und so weiter. Außerdem wird in der Regel untersucht, welche Position im Text vertreten wird. Und da liegt ein Ideal zugrunde, das du meist indirekt über die Kritik erkennen kannst, das nicht offen genannt wird. Da musst du ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, aber oft ist es sehr eindeutig, denn das, was kritisiert wird, ist im Umkehrschluss das Gegenteil, was als Ideal angesehen wird. Wenn ich zum Beispiel überzogene Steuerforderungen kritisiere, dann setzt das als Ideal voraus, dass ich möchte, dass die Menschen mehr Geld zur Verfügung haben und weniger Geld zahlen müssen an Steuern,
um dort sich auch vielleicht mehr leisten zu können oder um überhaupt zu überleben. Und das kannst du dann mit Hilfe des zwischen den Zeilen Lesens sehr gut erkennen. Und meistens wird auch gefordert, welche sprachlichen Mittel unterstützen und verstärken diese Kritik bzw. heben das Ideal heraus, was dem Schreiber zugrunde liegt. Und dazu hatte ich euch ja schon in dem ersten Video verschiedene sprachliche Mittel genannt, wie Spott, Ironie, Parodie, Übertreibung, Untertreibung und so weiter, die häufig in der Satire genutzt werden. Außerdem kann textübergreifend untersucht werden, wie ist überhaupt der historische Kontext dieser Satire. Es gibt natürlich Satiren, die sind schon 50, 60 Jahre alt und die kann man nicht eins zu eins in unsere heutige Zeit übertragen. Da muss man auf den historischen Kontext einfach schauen. Man kann auch das Leben und das Werk des Autors mit betrachten, wird in der Regel in Klasse 10 nicht gemacht. Genauso wenig wie der literaturgeschichtliche Kontext der Satire. Was aber gemacht wird, ist den Bezug zur Gegenwart herstellen, beziehungsweise den Bezug zur eigenen Lebenswelt. Das funktioniert meistens so, dass am Schlussteil eine Aussage gestellt wird, die du dann auf deine eigene Lebenswelt beziehungsweise auf die Gegenwart beziehen sollst, indem du einfach Stellung zu dieser Aussage nimmst. Dazu komme ich gleich auch nochmal im Schlussteil. Der Schlussteil. Als erstes überprüfst du deine aufgestellte Untersuchungshypothese. Ist diese Hypothese, die du aufgestellt hast, haltbar? Oder muss man sagen, das ist totaler Mist, den ich da aufgestellt habe am Anfang, bevor ich die Satire untersucht habe und kann das überhaupt nicht halten? Das musst du natürlich dann auch begründen und da reicht nicht nur ein Satz, sondern musst schon ausführlich begründen, warum diese Untersuchungshypothese haltbar ist bzw. nicht haltbar ist. Und da kannst du deine Interpretation, die du im Hauptteil verfasst hast, dann entsprechend zugrunde legen. Im Prinzip ist der Schlussteil eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse deiner Analyse und Interpretation. Die Untersuchungshypothese dient dir dazu, diese Zusammenfassung in einer sinnvollen Art und Weise zu bewerkstelligen. Und das, was ich gerade schon am Ende des Hauptteils nannte, ist, auch im Schlussteil kannst du zu einzelnen Aspekten der Satire eine Stellungnahme verfassen, zum Beispiel zu einer vorgegebenen Aussage. Das wäre dann der Bezug zur eigenen Lebenswelt, beziehungsweise eventuell auch der Bezug zur Gegenwart. Und diese Stellungnahme haben wir schon mehrfach im Unterricht auch geübt. Als letztes nochmal ein Blick auf die Sprache. Die ist natürlich wie bei allen Analysen und Interpretationen sachlich, ohne Wertungen geschrieben. Sie ist analysierend bzw. interpretierend. Du schreibst deine Analyseinterpretation durchgängig im Präsens. Solltest du Rückblicke in die Vergangenheit machen, kannst du das Perfekt nutzen. In einzelnen Fällen Präteritum bzw. Plusquamperfekt. Aber in der Regel wird dort das Präsens verwendet. Wichtig ist, dass du wie immer keine wörtliche Rede einbaust, sondern alles das, was in wörtlicher Rede gesagt wurde in der Satire, gibst du in indirekter Rede weiter. Und du belegst natürlich auch immer deine Aussagen sinnvoll. Dazu dienen dir zum Beispiel Belege bzw. Verweise mit VGL.Zeile 25 oder ein Zitat, wo du dann eine Textstelle wortwörtlich wiedergibst und dann entsprechend die Zeile oder Zeilen hinzufügst. Und als letztes sollte natürlich die Rechtschreibung, Grammatik, Zeichensetzung wie immer fehlerfrei sein, um das Verständnis deines Textes einfach zu vereinfachen. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Schreiben deiner Interpretation.